Alhamdulillah, 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 geehrte Geschwister. Wir haben die letzte Freitagspredigt damit verbracht, über die Situationsbezogenheit des Dienstes zu sprechen. Als Eigenschaft des Islams, dass dieser die Situationsbezogenheit mit sich bringt. Im Islam gibt es unabänderbare Überzeugungsgrundlagen und unabänderbare Grundlagen und Prinzipien, genauso wie es auf der anderen Seite Angelegenheiten gibt, die von Ort und Zeit, Situation und von Einzelfällen insgesamt abhängen. Und der folgende Hadith, liebe Geschwister, ist eine Schnittstelle, ein fließender Übergang zu unserem heutigen Thema, nämlich der realistische Umgang mit Fehlern, mit Sünden, der taqwa-gemäße Umgang mit Fehlern und Sünden und in diesem Sinne auch der positive Umgang mit Fehlern und Sünden. Es wird überliefert, dass ein Mann zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, spitzt die Ohren und öffnet eure Herzen. Und den Gesandten fragte, sallallahu alaihi wasallam, inna indi amra'atan, hiya min ahabbin nasi ilayya. Ich bin mit einer Frau verheiratet und sie gehört zu den mir liebsten Menschen. Das ist ein großes Kompliment. Ja, ein großes Kompliment. Und nun hört, وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسْ. Aber sie hält die Hand des Berührers nicht zurück. Okay. Was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraufhin? Er sagte, طَلِّقْهَا. Scheide dich von ihr. Und was sagte der Mann? Allah möge mit ihm zufrieden sein. Er sagte, La asbiru anha. Ich kann nicht ohne sie. Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung? Amsikha, also behalte sie. Übersetzt und in einer anderen Überlieferung, istamti' biha. Genieße das Leben mit ihr. Es ist eine Überlieferung, die eine gewisse Herausforderung beinhaltet, wenn wir sie verstanden haben. Oder wenn wir verstanden haben, was sie meinen könnte. Denn auch von der Bedeutung gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und tatsächlich in Bezug auf ihre Überlieferungskette, also ob das stattgefunden hat, dieses Ereignis, ja oder nein, sind das wahrhaftige Antworten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf eine reale Begebenheit, ja oder nein? Und die Großgelehrten sind sich darin nicht einig. Es gab Großgelehrte, unter ihnen Ibn al-Qayyim und Ibn Taymiyyah und An-Nasa'i und Imam Ahmad, die gesagt haben, dieser Hadith gibt nichts Reales wieder. Es ist ein Hadith, der zurückgewiesen ist, ein Hadith, der schwach ist. Gut, bei diesen großen Namen, wer könnte da anderer Auffassung sein? Und wir sehen, subhanallah, es ist nicht leicht, denn in beiden Lagern befinden sich Großgelehrte. Ibn Hazm, Imam al-Nawawi, Ibn Hajar und al-Albani, sie waren der Auffassung, dass sich dies tatsächlich so zugetragen hat. Okay, dies als Einleitung vorweg, damit ihr wisst, wie die Lage bezüglich der Authentizität dieser Überlieferung aussieht. Manche Gelehrte haben gesagt, okay, wir arbeiten mit diesem Hadith, aber er meint nicht das, was man zunächst vermutet, sondern damit ist gemeint, dass die Frau verschwenderisch ist. Ja, ja, man fragt sie nach Vermögen, ja, und sie weist diese bittende Hand nicht zurück und gibt hier und da das Vermögen in Klammern des Mannes weg. Ja? Ibn Taymiyyah, der Auffassung war, dass dies sich nicht ereignete, er sagte, diese Interpretation des Hadithes ist zurückzuweisen. Aber auch zurückzuweisen ist, damit ist das eventuelle Verständnis, dass damit Zina gemeint ist, im Sinne vom vollzogenen Geschlechtsverkehr.
das wird zurückgewiesen. Ja? Einerseits mit dem Argument, dass dies sonst eine Art von Verleumdung gewesen wäre, was man allerdings auch zurückweisen könnte, dadurch, dass der Mann nicht die Frau beim Namen nannte, das zum einen. Zum anderen könnte man auch meinen, dass der Mann den Propheten aufsuchte, sallallahu alaihi wasallam, nicht in seiner Funktion des Richters, ja, sondern in der Funktion eines Ratgebers, eines Erziehers. Und auch As-Sun'ani war der Auffassung, dass hiermit nicht der vollzogene Geschlechtsverkehr gemeint ist, sondern ja, sexuell ausschweifendes Verhalten, was dem vollzogenen Geschlechtsverkehr zuvorkommt, ja, al-Muqaddimat, gemäß dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der auch im Sahih-Werk Imam Muslims überliefert ist, dass also auch die Augen Sinner begehen und auch die Ohren Sinner begehen und die Zunge Sinner begeht und die Füße Sinner begehen und die Hände Sinner begehen. Aber damit ist nicht die Sinner gemeint, die der Prophet woanders, sallallahu alaihi wasallam, als den vollzogenen Geschlechtsverkehr bezeichnete. Und interessant, dass Ibn Taymiyyah auch eine Aya aus dem Koran zitiert. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. Ja, dass wenn ihnen ein Buch auf beschriebenen Blättern herabgesandt worden wären, was sie mit ihren Händen hätten anfassen können. Und er sagt, dass hier Lams bzw. Al-Mulamasa mit der Hand meint eben nicht, was Lams bzw. Mulamasa ansonsten meint, nämlich im übertragenen Sinne den Geschlechtsverkehr, sondern etwas anderes, wie auch in dieser Aya Lams in einem anderen Zusammenhang verwendet wurde, weil es mit der Hand einherging. Subhanallah, gegeben, dass dieser Hadith sahih ist, der Diskussionshalber, was lernen wir von ihm? Wir lernen, subhanallah, auf der einen Seite, dass man mit einem Partner, mit einer Partnerin leben kann, die Fehler hat, der die Fehler hat. Oder dass es komplizierte, seltene Einzelfallabwägungen geben kann, wo man Güter abwägt, wo man normalerweise allgemein sagt, scheide dich. Aber in diesem Spezialfall, der Mann sagt, ich kann nicht ohne sie. Und um vorzubeugen, dass dann dieser Mann ja, auch noch in Sinner hineingerät, aufgrund der vollzogenen Scheidung. Dass man sagt, okay, in Abwägung wählt man den kleineren Schaden. Ja? Und die Überlieferung, die das Wort Amsika verwendet, also behalte sie. Amsaka Yumsiku kann auch im Sinne verstanden werden, halte sie davon ab. Halte sie davon ab, im Sinne von, wie Gelehrte ausgeführt haben, hab ein erfülltes Sexualleben mit ihr, beziehungsweise die Gelehrten, die damit meinten, dass die Verschwendung angesprochen ist, bringe ihr bei, Geld nicht zu verschwenden. Wir fokussieren uns hier, liebe Geschwister, auf die Bedeutung des Umgangs mit Fehlern. Wir können mit Menschen leben, die Fehler haben. Und wir sollen, wenn wir mit Menschen leben, die Fehler haben, sie versuchen, vor diesen Fehlern zu bewahren. Ansonsten, wie viele geschlossene Ehen würde es heutzutage auf Erden geben? Wenn ein Fehler dazu führt, dass der Partner, die Partnerin sagt, ich scheide mich. Wie viele Ehen wären intakt? Wie viele Freundschaften würden existieren? Wie viele geschäftliche Partnerschaften würden existieren? Die komplette Umma würde sich auflösen, weil jeder Einzelne von uns, liebe Geschwister, Fehler hat und fehleranfällig ist. Als die Mekkaner ihren Friedensvertrag gebrochen haben, die Quraysh, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die wohl einzig schlüssige Konsequenz zog und
entschloss, nach Mekka aufzubrechen. Und wie wir später sehen konnten, wie er es friedvoll einnahm, gab es einen Sahabi, einen Ansar, der große Dienste dem Islam leisten durfte, als Geschenk von Allah. Nicht als Geschenk des Menschen gegenüber dem Dien, sondern als Geschenk Allahs gegenüber dem Menschen, dass er dem Dien etwas, für etwas dem Dien, etwas, sich für den Dien etwas aufopfern durfte. Einer dieser Prophetengefährten, er hatte Frau und Kind in Mekka leben unter den Quraysh. Und er war nicht von hohem gesellschaftlichem Status. Und er wurde schwach in diesem Moment. Und er teilte den Mekkanern mit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einem Heer nach Mekka zieht. Das, liebe Geschwister, nennt man Hochverrat. Es geht nicht runter. Das nennt man Hochverrat. Weswegen auch Omar gesagt hat, o Gesandter Allahs, ich möchte, dass er hingerichtet wird. Das ist eine Situation, wo es um Leben oder Tod wortwörtlich geht. Wo ein Friedensvertrag gewaltsam gebrochen wurde. Und dies hat Menschenleben gekostet. Und ein Krieg wurde dadurch erklärt. Und in diesem Zusammenhang, ein Sahabi teilt den Mekkanern mit, dass der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, mit einem Heer nach Mekka zieht. Das ist Hochverrat. Ansonsten hätte auch Omar nicht die Hinrichtung gefordert. Das ist ein großer Fehler, liebe Geschwister. Ein Fehler, der die Sphäre des Religiösen betrifft, in Bezug auf die Rechte Allahs und auch die Sphäre der Menschen betrifft. Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Forderung Omars? Innahu qad shahida badra. Er, der Sahabi, dessen Namen ich jetzt absichtlich nicht erwähne, er war bei Badr. Wir wissen, was Badr war. Es war die Schlacht der Aufopferungsvollen, wo 313 schlecht ausgerüstete, materiell, ja, wenn wir mal den Iman als immaterielles Rüstgut weglassen, materiell gesehen schlecht ausgerüstete, unterlegene Muslime gegenüber 1000 bestens ausgerüstete Quraysh kämpften, heldenhaft und siegten durch den Entschluss und die Unterstützung Allahs. Dort war dieser Sahabi gewesen und auf die Situation angesprochen. Er gab es zu. Er sagte, ich schwöre bei Allah, mein Iman an Allah Ta'ala und an seinen Gesandten, er ist unverändert. Aber ich bin schwach geworden aufgrund der Situation, die ich euch darlegte. Der Prophet sagte also, sallallahu alaihi wasallam, er wies darauf hin, dass er Großes aufopferte aus menschlicher Perspektive für diesen Dien, für den man nicht genug aufopfern kann. Und weiter sagte er, وَمَا يُدْرِيكَ. Und was lässt dich wissen? لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Was lässt dich wissen, O Omar, oder was lässt uns wissen, dass Allah Ta'ala nicht auf die Krieger Badrs blickte und sprach, ja, o Leute Badrs, macht, was ihr wollt, denn ich habe euch bereits vergeben. Denn ich habe euch bereits vergeben. Wir lernen also, liebe Geschwister, dass Menschen Fehler machen können. Menschen grobe, große, schwerwiegende Fehler machen können und immer noch Liebe zum Dien haben, Liebe zu Allah Ta'ala und seinem Gesandten haben. Aber menschliche Schwäche, liebe Geschwister, wa khuliqal insanu da'ifa. Allah Ta'ala attestiert sie uns. Und der Mensch ist schwach erschaffen. Weswegen in unserem Dien die Vergebung so eine große Rolle spielt. Und Allah Ta'ala diejenigen auch lobt. Ja? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Ta'ala lädt uns dazu ein und wetteifert um einen Paradiesgarten
dessen Weite, die Weite der Himmel, in der Mehrzahl gesprochen, und der Erde ist. Wie ist es dann erst mit der Länge, liebe Geschwister? Wie ist es dann erst mit den anderen Dimensionen? Vorbereitet für die Muttaqun. Und Allah Ta'ala beschreibt sie diejenigen, die in guten wie in schlechten Zeiten spenden. Das heißt, das Spenden zählt, liebe Geschwister, zum Spenden zählt auch, dass man in schwierigen Zeiten spendet. Nicht nur, wenn man Geld hat. Auch in den schwierigen Zeiten möge man ein Spender sein. Und die ihren Groll zurückhalten und den Menschen vergeben. Und Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. Der Schluss dieser Passage, Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. Und dazu zählt auch, dass man seinen Groll zurückhält und dass man vergibt. Und als Abu Bakr, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, doppelt geprüft war, als Mu'min geprüft war, aber auch als Vater, als Betroffener geprüft war, als nämlich seine ehrwürdige Tochter Aisha radiyallahu anha verleumdet wurde. Und zwar von einer Person, die er finanziell unterstützte. Und er nur lediglich gesagt hat, ich werde diese Person nicht mehr finanziell unterstützen. Liebe Geschwister, allein das ist schon eine gute Tat aus unserer Perspektive, oder? Das ist schon eine sehr gute Tat. Zu sagen, ich gebe ihm kein Geld mehr. Der meine Tochter verleumdete. Das ist eine gute Tat, oder? Für uns ist es eine gute Tat. Also, ja, die weniger guten Taten Abu Bakrs, liebe Geschwister, seine Ausrutscher, sind für uns riesengute Taten. Und was sagt Allah Ta'ala zu Abu Bakr und als Lektion für uns als Umma? وَلَا يَأْتَرِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Und es sollen diejenigen unter euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen. Und Abu Bakr ist im Kontext gemeint, geehrte Geschwister, wie man nachlesen kann, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben. Ja? Diejenigen, die auf Allah Ta'alas Weg ausgewandert sind. Damit zeigt uns Allah Ta'ala die gute Tat derjenigen, die hier eine schlechte Tat getan haben. Nicht alle Menschen sind nur Sünder. Und nicht alle Sünder sündigen ständig. Sondern ja, sie haben auch die Möglichkeit, Gutes zu tun. Und viele von ihnen tun auch Gutes. Und keiner soll sich von uns ausnehmen aus diesem Kreis. Sie sollen also nicht schwören, den Verwandten, den Armen und den Ausgewanderten nichts mehr zu geben, sondern sie sollen verzeihen. Ja, auf eine auslöschende Art. Man sagt vergeben, man sagt aber auch vergeben und vergessen. Und Al-Afu ist vergeben und vergessen. Das Hinwegnehmen. Allahumma innaka afuun. Ja, tuhibbul afu fa'afu anni anna. Ja, Allah, du bist der auslöschend Vergebende, du liebst die auslöschende Vergebung. So bitte vergib mir uns auslöschend. Und sind wir so gut wie Abu Bakr, als dass wir hier nicht... Und wir wären gleichermaßen angesprochen. Und gibt es einen Mensch, der besser ist als Abu Bakr, abgesehen von den Propheten? Und keiner von uns ist ein Prophet, wie wir unzweifelbar alle feststellen als Muslime, unabhängig von unserer Ausrichtung. Das heißt, uns trifft diese Aya gewissermaßen noch mehr. Und doppelt. Denn oft, was uns angetan wird, was wir nicht vergeben können, ist viel geringer, als dass man unsere Tochter verleumdet hätte. Wir sind also mehrfach von dieser Aya angesprochen in diesem Sinne. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der von Ibn Hajar und As-Suyuti als authentisch eingestuft wurde, Kullu bani Adama khata, alle Menschen begehen Fehler. Alle Menschen sind Fehlerbegehende. Und weiter, wa khayrul khata'ina,
At-Tawwabun. Und die besten von den Fehlerbegehenden sind diejenigen, die bereuen. Und weiter sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, den Imam Muslim verifizierte, Walladhi nafsi biyadi. Der Prophet Muhammad sallam erschwor, bei dem, in dessen Hand seine Seele ist. Law lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Er schwor das, wenn die Menschheit nicht sündigen würde, Allah Ta'ala sie hinfortgenommen hätte und ersetzt hätte durch eine andere Schöpfung, die gesündigt hätte, daraufhin Allah Ta'ala um Vergebung gebeten hätte und Allah Ta'ala hätte ihnen vergeben. Und der Großgelehrte Al-Tribi, er sagte dazu, kommentierend zu diesem Hadith, Liyarrabu fit Tauba. Ja? Also dieser Hadith ist hat keinen Zukunftsbezug. Im Sinne von, dass manche schon fantasieren, welche Sünden sie begehen, ja, im Namen dieses Hadithes für die Zukunft, sondern der hat ausschließlich einen Vergangenheitsbezug. Im Sinne von, oh, was mir dummerweise passiert ist, möge ich reuig umkehren, möge ich Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Ja, liebe Geschwister, der realistische Umgang mit Fehlern, weil wir alle Fehler begehen, ja, der positive Umgang mit Fehlern im Sinne von, dass wir Hoffnung haben in unsere eigene Besserung, aufgrund der Gnade von Allah Ta'ala. Aufgrund der Gnade von Allah Ta'ala. Und indem wir anerkennen, dass unsere eigentliche Herausforderung ist, zu denjenigen zu gehören, die um Vergebung bitten, denn uns allen, ja, aufgrund unserer Schwäche, die in uns liegt, wird es Bezug auf uns allen sind Sünden vorgesehen, für die wir Verantwortung tragen, aus denen wir unsere Tauba entnehmen müssen oder für die wir Tauba begehen müssen. Nun in Bezug auf die Fehlerkultur oder den Umgang mit Fehlern unter uns im sozialen Sinne, liebe Geschwister. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Und lebt mit ihnen auf gute Art und Weise zusammen. Die Ehemänner sind angesprochen, lebt auf eine schöne Art und Weise mit euren Ehefrauen zusammen. Und solltet ihr eine Abneigung empfinden, wir werden getestet in der Ehe. Und solltet ihr eine Abneigung empfinden, was sagt Allah Ta'ala, dann kann es sein, dass ihr einer Sache gegenüber oder der Person gegenüber Abneigung empfindet, in die Allah viel Gutes gelegt hat. Ja. Vielleicht sind wir zurückgestoßen von einer Eigenschaft oder von einer Tat oder von Taten oder Eigenschaften. Aber dennoch mag viel Gutes in dieser Person liegen. Wir sollen ressourcenorientiert sein. Einige von uns kennen das, ja, die durch Schulsystem sich kämpfen mussten und sich anhören mussten, ja, aber du sprichst nicht richtig Deutsch oder ihr sprecht nicht richtig Deutsch. Und dann baut man das gesamte pädagogische Programm darauf auf, was die Person nicht kann. Anstatt die Stärken zu fördern. Ja, der ressourcenorientierte pädagogische Ansatz im Gegensatz zum defizitsorientierten, asozialen. Das ist kein sozialer, das ist ein asozialer Ansatz. Weil dadurch der Mensch dann ständig mit seinen Schwächen konfrontiert wird. Und nicht empowert wird, nicht motiviert wird, nicht weiterentwickelt wird in seinen Stärken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wohl auch als eine Art Kommentar dieser Ayah, er sagte sallallahu alaihi wasallam, La yafrak mu'min mu'mina. Ja, kein Mu'min soll eine Mu'mina verabscheuen. Und weiter, In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Wenn er eine Eigenschaft von ihr verabscheut, dann wird er mit einer anderen von ihr zufrieden sein. Wie gesagt, wir müssen miteinander leben. Wir müssen Abstriche auch machen. Wir kriegen nicht alles ideal. Und es wird auch nicht alles ideal. Aber wir müssen miteinander im Guten leben und das Beste daraus machen.
Umgang mit Fehlern. Man soll solchen Dingen aus dem Weg gehen, einen deeskalativen Ansatz haben, einen konfliktvermeidenden Ansatz haben. Der Prophet wurde gefragt, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, Imam Bukhari verifizierte ihn, eine Sahabiya sagte, mein Ehemann ist geizig und kann ich für unsere Kinder von seinem Vermögen ausgeben, so ohne dass er was weiß? Ja, weil wenn sie mit ihm redet, gibt es nur Stress, weil der Mann ist geizig. Und sie sagt, ja, kann ich sein Vermögen nehmen, ohne mit ihm drüber streiten zu müssen und für die Kinder ausgeben? Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für diesen Fall? Ja? La haraj alayki an tut'imihim bil ma'ruf. Ja, es gibt kein Problem für dich, ja? Keine Sorge, ja, so speise deine Kinder, versorge deine Kinder gemäß dem, was Brauch ist, gemäß dem, was üblich ist, ja? Nicht, dass man das als Vorwand nehmen kann, einen solchen Hadith, ja, den halben Douglas mit nach Hause zu nehmen. Ja, das, sondern gemäß dem, was üblich ist, gemäß dem, was Standard ist. Warum? In diesem Fall Konfliktvermeidung. Konfliktvermeidung, liebe Geschwister. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch in einem authentischen Hadith, Imam Abu Dawud sammelte ihn, أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er garantierte für ein Haus im Paradies, ja, an den Vororten im Paradies, demjenigen ein Haus, der die Streitereien, die Diskutierereien, die Argumentatierereien lässt, wenn er im Recht ist. Also, wie sollte es erst aussehen, wenn wir nicht wissen, ob wir im Recht sind oder nicht? Beziehungsweise, wenn wir auch selbst Schuld haben. Das heißt, wir versuchen, Fehler da, wo sie sind, wir versuchen, die Person nicht ständig damit zu konfrontieren und Streit, sondern wir versuchen, einen Weg drumherum zu finden. Und diese Thematik spreche ich an. Manchmal, ja, wenn wir uns beispielsweise über das Wetter beschweren, ja, und wir machen uns dadurch das Leben schwer oder über andere Dinge. Ja, über Menschen. Ich gebe gleich ein konkretes Beispiel. Es ist kein Fehler im Mensch oder kein Fehler im Wetter, sondern dein Umgang damit ist das Problem. Dass du die Dinge nicht akzeptierst, wie sie sind, ist ein Problem. Und ein Hadith in Imam Bukhari überlieferte, die Frau ist wie etwas Gebogenes. Ja, sie wurde aus der Rippe erschaffen. Dass du nicht gerade richten kannst, würdest du dich daran erfreuen wollen, dann wirst du dich daran mit der Biegung erfreuen. Doch wenn du sie gerade richten versuchst, zerbricht sie und ihr Brechen ist die Scheidung. Zunächst einmal, dieser Hadith wertet nicht, sondern er stellt fest. Und Allah Ta'ala wertete bereits im Koran, ja, die beiden Geschlechter gleichwertig. Das ist unumstritten, unumstritten. Beide Geschlechter sind gleichwertig im Koran gewertet worden von Allah Ta'ala. Und dieser Hadith, er beschreibt eine Natur. Aber viele Männer kommen damit nicht klar, mit dieser Natur. Und machen vielleicht aus dieser Natur einen Fehler. Und meinen, im Recht zu sein, was dann in der Scheidung endet. Aber welche andere Frau will diese Person heiraten, die nicht auch so geschaffen wurde, wie Allah Ta'ala sie erschuf? Das heißt, geh mit den Dingen so um, wie sie sind. Akzeptiere das, was Allah Ta'ala in die Natur gelegt hat, in die Natur seiner Schöpfung gelegt hat, ohne dass du das als fehlerhaft bezeichnest. Wer würde, ja, gleichzeitig den Fehler machen und irgendwo die Beschaffenheit der Frau als Mann, von der Perspektive des Mannes, als fehlerhaft bezeichnen? Macht keiner. Und diesen Hadith kann man auch im Umkehrschluss lesen, ja, aus der Perspektive der Frau. Und wir leben in einer Gesellschaft, die Frauen versuchen, die Natur der Männer zu ändern, und einer Gesellschaft, die versuchen, ja, das Umgekehrte. Und keiner kann dadurch richtig zufrieden werden. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Geehrter Bruder, wie viel Uhr haben wir? 5 Uhr. Was auch zum Umgang mit Fehlern, liebe Geschwister, dazu gehört, ist, dass wir versuchen, auf der anderen Seite Menschen zufriedenzustellen. Dass wir darauf achten, stellen wir Menschen zufrieden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sprach Aisha an, inni la a'lamu idha kunti anni radiyatan. Sicherlich weiß ich doch, wann du mit mir zufrieden bist. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gibt uns mit, wir sollen einen Sensor haben. Das soll uns nicht egal sein, ob unsere Ehefrau oder unsere Nachbarn oder unsere Freunde oder unsere Arbeitskollegen mit uns zufrieden sind oder nicht. Wir sollen danach suchen. Wir sollen empathisch sein. Und Aisha, die sich wohl, radiallahu anha, etwas ertappt fühlte. Ja, sie fragte, woran er das merkt. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn sie mit ihm unzufrieden ist, sie schwört beim Herrn Ibrahims. Aber wenn sie mit ihm zufrieden ist, dann schwört sie beim Herrn Muhammads. Ja? Man muss gut hinhören als Ehemann. Gut hinhören. Und umgekehrt, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, auf die Frage hin, ayun nisa'i khayr, welche ist die beste der Frauen? Er sagte, allati tusirruhu idha nadara. Diejenige, die, wenn er sie sieht, ihn erfreut. Das heißt, die Frau kann ganz leicht am Gesicht des Mannes ablesen. Ja? So ist alles in Ordnung zwischen uns. Sie sieht das Gesicht des Mannes und ja. Der Mann, ja, hat eine offenere Körpersprache. Er ist wie beim Hund, wenn er mit dem Schwanz wedelt, der Mann weiß, ah, der ist glücklich. Ja, das kann er auch nicht zurückhalten richtig. Aber bei der Frau ist es anders, liebe Geschwister. Habt ihr gehört, was der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam? Er musste hinhören. Er sah sie nicht an ihrem Gesicht an, aber er merkt es in ihrer Sprache. Wir mögen also Sensoren dafür haben. Wir haben diese Sensoren, wir mögen diese Sensoren gebrauchen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf, wie können wir uns vor unseren eigenen Fehlern schützen? Al-mu'minu mira'u achi. Der Mu'min ist der Spiegel seines Bruders. Was tut der Spiegel? Er zeigt einem die Fehler. Aber auf eine schöne Art. Im Sinne von, er schreit einen nicht an, der Spiegel. Ja? Er schlägt einen nicht. Sondern er gibt einem die Realität wieder, aber auf eine annehmbare Art. Und meistens, wenn Menschen in den Spiegel schauen, ist das eine Privatsache. Ja, sie werden auch dabei nicht gern beobachtet. Ja, im Sinne von, das geschieht an einem kleinen Kreis auf eine lautlose Art, wie Gelehrte dargelegt haben. Und auf der anderen Seite, das darf man nicht vergessen, der Spiegel zeigt auch die schönen Seiten. Man kriegt auch gutes Feedback. Oh, das hast du gut gemacht. Das hast du klasse gemacht. Dort hast du Talent. Das müssen wir auch unseren Kindern sagen, liebe Geschwister. Ständig müssen die das hören. Ja, das kannst du gut und da bist du gut und diese, ja. Müssen sie aufbauen, ihnen Selbstbewusstsein geben. Ihnen ihre schönen Seiten zeigen. Oh, mashallah. Ja. Wenn wir uns einander gegenseitig vorstellen, ja, das ist der und der Bruder, der das und das gut kann und der so und so viele Hadithe verstanden hat und so und so viele Ayat aus dem Koran wunderschön rezitieren kann und der seiner Nachbarin hilft und da, 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 da. Ja, wir zeigen die guten Seiten von unserem Bruder, weil wir ein Spiegel sind, wie der Prophet beschrieb, sallallahu alaihi wasallam. Abschließend, liebe Geschwister, Ibn Ata'ullah, er gab uns mit, dass viele Menschen die Bedeckung ihrer Sünden wünschen, oder dass alle Menschen die Bedeckung ihrer Sünden wünschen, aufgrund dessen, dass sie sich vor Allah schämen. Aber dem Mu'min soll es darum gehen, dass er sich vor Allah schämt. Ja, er wünscht, dass seine Sünde bedeckt wird von Allah, ja, damit er Allah Ta'ala nicht begegnet und diese Sünde wird zwischen ihnen besprochen. Also dass unser Ikhlas, liebe Geschwister, da noch erweitert wird, ausgebaut wird, vertieft wird. Ja, dass wir die Sünde nicht deswegen verabscheuen, weil wir könnten ja vor den Menschen bloßgestellt werden. Sondern weil wir uns durch die Sünde vor Allah bloßstellen und diese Beziehung, diese geehrte Beziehung zu ihm stören. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Afu, ja Ghafir, ja Ghaffar, ja Ghafur, ja Wadud, ja Hannan, ja Mannan,
Ya Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ilah. Oh Allah, wir bitten dich, bitte vergib uns. Oh Allah, wir bitten dich, lasse uns aus unseren Fehlern lernen. Oh Allah, wir bitten dich, helf uns, dass wir uns schämen aufgrund unserer vergangenen Fehler. Und dass diese Scham uns vor zukünftigen Fehlern schützt, oh Allah. Allahumma Amin. Lasse unsere Fehler und Sünden weniger werden. Lasse unsere Fehler und Sünden weniger schwerwiegend sein, oh Allah. Und helfe uns, dass unsere Tauba uns länger bewahrt davor, bevor wir den nächsten, inshallah, kleineren Fehltritt, weniger gewichteten Fehltritt begehen. O Allah, vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt, den Lebenden und auch den Verstorbenen. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund deiner unermesslichen Barmherzigkeit und seine Gefolgsleute und seine Familienangehörigen und lasse uns auch zu seinen Gefolgsleuten zählen. Bitte gib uns das, was der Prophet Muhammad von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor dem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.